Ich stehe nach dem Finale vom 37. Stuttgarter Stadtpokal jetzt mit dem, Sie titulieren es selber so, erfolgreichsten Doppelzimmer der Turnierwoche hier. Ich stehe hier mit Julia Middendorf und Ella Seidel. Die Ella hat gerade das Finale 6-3, 6-1 gewonnen. Ihr seid gute Freundinnen, ihr habt die ganze Woche das Zimmer geteilt. Ella, erstmal Glückwunsch zum Sieg. War eine wahnsinnige Turnierwoche und auch im Finale super stark gespielt. Du hast dich wahrscheinlich großartig gefühlt auf dem Platz. Ja, danke erstmal und ich glaube, es war wirklich eine sehr gute Woche für uns beide. Ja, ich habe mich in die Woche echt reingeschaltet, am Anfang noch ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber immer besser gespielt und ja, mich dann irgendwann sehr wohl gefühlt und ich bin sehr froh, dass es am Ende so gut für mich ausgegangen ist. Und Julia, auch du, gerade nochmal einen Riesenapplaus gekriegt von der Menge. Du hast gekrampft am Ende, du hast alles auf den Platz gelassen, du hast gestern schon fast 3 Stunden gespielt. Ich glaube, dein erster Satz gestern ging schon fast 1:30 oder so, ein fast ganzes Match. Ja, auch du, mega Turnierwoche. Du fährst jetzt nächste Woche nach Aschaffenburg. Jetzt regeneriere dich erstmal und sag du uns auch mal kurz, wie du dich über die Woche gefühlt hast. Ja, also Ella hat es vorhin schon gesagt, für uns beide eine sehr, sehr gute Woche irgendwie. Ich glaube, hinten raus habe ich schon gemerkt, dass ich da ein bisschen länger auf dem Platz stand als sie. Aber es war, glaube ich, trotzdem ein gutes Finale irgendwie. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung, freue mich jetzt auf Aschaffenburg und hoffe, dass ich bis dahin regeneriere wieder. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ein gutes Zeichen wäre es für uns, wenn wir euch nächstes Jahr nicht mehr hier sehen, weil das heißt, ihr steht dann zu gut in der Weltrangliste. Und dann, ja, viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, wir müssen keine Sorgen ums deutsche Tennis machen. Danke euch. Dankeschön.